Ich bin Ingo, das ist mein Speiselokal und heute werdet ihr Bloyers Wunder erleben. Überspannt Oberkritiker Sebastiano am Finaltag endgültig den Bogen? Ich gebe dir kein Wort. Gucken Sie selbst. Das hat 10%. Aber lieber Sebastiano, das ist jetzt keine konstruktive Kritik. Lassen wir die Schorle, aber die Kartoffeln sind nicht hässlich aus. Das war pappige Bergkartoffeln, ne? Ich finde die gut. Ah, okay. Und du findest du gut? Unsere Gäste finden die auch alle gut. Ich finde das auch gut, dass die Gruppe jetzt auch ein bisschen die Schnauze voll hat von dem. Tag 5 der großen Lokalschlacht an der Ostsee. Das Restaurant Sundblick und das Hotel Carmina am See liegen mit jeweils 33 Punkten in Führung. Das Wochenfinale steigt 30 Kilometer südöstlich von Stralsund. So, ihr Lieben, das ist nochmal ein Highlight, ne? Am letzten Tag in unserer Wettkampfwoche sind wir hier direkt an der Ostsee in Barth angekommen, ne? Hinter mir meine Bötchen. Okay, vielleicht irgendwann mal. Nein, ist nicht so. Es geht zu Ingo, Ingos Speiselokal. Seit einem Jahr betreibt er das. Witzig ist, dass der junge Mann im Angestelltenverhältnis schon mal 2020 für mich gekocht hat. Auch im Wettkampf für mein Lokal, dein Lokal. Jetzt ist er selbstständig und traut sich auch. Scheint, dass ich vielleicht jetzt einen relativ guten Eindruck hinterlassen habe. Mit Team natürlich. Gilt für uns alle. Komm, schauen wir mal, was er kocht. Ingo eröffnete das Lokal Anfang 2023 mit zwei Freunden. Mittlerweile führte es alleine. Ja, unsere Idee am Anfang war gewesen, dass wir ein reines Fischlokal aufmachen wollten eigentlich und haben schnell festgestellt, dass das Konzept hier überhaupt nicht funktioniert und sind dann schnell umgeschwungen auch auf die regionale Küche und haben dann einfach gesagt, okay, wir greifen jetzt mal alles auf, was so alt ist und modeln das einfach um, neu interpretiert und damit können wir auch sehr gut punkten. Das ist gut, dass ihr umgeschwenkt habt und das heißt, dass ihr mutig seid und gute Unternehmer. Man muss erkennen, ob was läuft oder nicht. Wenn nicht, nicht aufgeben, ändern. Cool. Doch setzt sich das moderne Crossover-Konzept auch bei der Konkurrenz durch? Ich denke schon, dass wir gewinnen werden, weil wir mit unserem Konzept überzeugen werden. Es gibt hier oben nicht. Und wenn ich das so mir angucke, denke ich schon, dass wir eine sehr gute Chance haben, den Pokal zu holen oder den Preis, den Teller, wie auch immer. Ja, gutes, gesundes Selbstbewusstsein, ne? Sehr schön, gefällt mir, freut mich auch. Er ist auch nicht arrogant dabei. Und eins darf ich euch sagen, ne? Wenn wir diesen Teil drehen, ist es eine Woche vor dem Wettkampf. Also er kann noch nichts wissen, wer mitmacht. Guten Tag, hallo. Hast du mich schon gesehen, oder? Ja. Moin, wie lange ist das her, dass du gekocht hast? Ja, knappe 4 Jahre, glaube ich, jetzt. Ja. Ist ja irre. Ja, und jetzt Wahnsinn. Eigenen Laden. Hallo, die Dame. Jetzt hier, anderes Bundesland, eigenen Laden. Anders, wo war das genau? Ich habe das irgendwie nicht mehr ganz... Magdeburg, Sachsen-Anhalt, ne? Geil. Im Domkönig. Schön. Sehr gut. Ja, fesch hast du es. Und sehr maritim. Komm, das zeigst du mir jetzt gleich mal, ne? Schön mit Knötchen hier und alles. Aha, ist das denn, ist das so... Okay, wir sind am Wasser, ne? Ja, wir sind am Wasser. Bisschen fischlastig dann immer, oder? Ist ja, größtenteils zu 70% haben wir Fisch auf der Karte. Okay. Natürlich auch ein bisschen Fleischgerichte, ne? Das kann man nicht. Ja. Trotzdem immer noch 70% Fisch, na bitte. Es ist ja ein quasi Fischlokal. Kochst du heute für mich dann auch klassisch oder hast du jemanden heute? Unser Küchenchef ist da, der Markus. Ah, dann müssen wir dem die Bühne lassen, oder? Ja, da müssen wir ihm die Bühne lassen. Na, der hat das auch verdient. Das ist ein guter. Küchenchef Markus ist erst seit 6 Wochen im Betrieb. Mal schauen, was ich dir mitgebracht habe. Moin. Moine. Hallo, Mike. Moin. Freut mich. Hey. Ich sag jetzt nicht viel, nur so viel, dass ihr das 5. Restaurant seid, was ich besuche. Und es gab schon mal eine Geschichte in dieser Woche, wo es heißt, also frischen Fisch kriegt man da sehr schlecht. Habe ich gedacht, aha. Genau. Ja, das ist ganz schwierig an der Küste. Ja, ganz, das war so ähnlich meine Antwort. Na fein. Kriegt ihr Fischgericht von dem oder habt ihr euch für was anderes entschieden? Wir haben uns für was völlig anderes entschieden. Aber ich denke, Markus erklärte das gleich. Wir haben ein altes Gericht neu interpretiert, das Himmel und Erde. Und dann wird das sehr spannend. Hat was mit Blutwurst auf jeden Fall zu tun. Himmel und Erde ist für mich Kartoffelpüree, ist Blutwurst. Für mich gehört Apfel einfach irgendwie involviert und eingebaut. Und auch die Zwiebel gehört eingebaut. Ich glaube, wir werden heute einen kleinen Burger machen. Ein Burger? Ein Himmel- und Erde-Burger. Damit habe ich nicht gerechnet.
Wir haben Apfel dabei, wir haben Zwiebel dabei, wir haben Kartoffeln dabei und wir haben ein kleines Stückchen Fleisch dabei. Wie macht man Kartoffeln? Als Rösti dazwischen? Die haben wir als Brötchen verarbeitet. Wir haben einen kleinen Kartoffelteig gemacht, machen da gerade Brötchen draus. Die sind ohne Scheiße, oder? In 2 Minuten fertig, die sind gerade noch im Ofen. Die 2 Minuten können wir abwarten, wenn das klingelt. Gibt es noch was anderes, genau, was wir zwischendurch machen können? Weiß nicht, wir können zum Beispiel schon mal das Untrikot aufschneiden. Okay, ja, komm, schneiden wir es auf. Bekommen. Und ihr macht so dann ein Steak? Genau, ein Steak als Burger, nicht kein Hackfleisch, kein Gemisch oder irgendwas, okay, sondern einfach ein kleines Steak gebraten und das kommt dann auf den Burger drauf. Okay. Ein paar Spritzer Bratöl, Fleisch auf die Grillplatte und kräftig salzen. Die Blutwurst, die spielt Blutwurst ja für mich eine große, genau, Rolle dann. Ja. Wenn du Himmel und Erd sagst, ja, wo hast du die? Zeig mir die. Oh, die habe ich noch im Tiefkühler liegen. Oh, echt jetzt? Ja, echt jetzt. Tiefgekühlt? Mhm. Okay, jetzt bin ich ja müde, jetzt weiß ich nicht genau, was da jetzt kommt. Wieso tiefgekühlt? Ich mache mir da quasi eine kleine Kruste draus oder eine große in dem Fall. Also das ist das Brät einer Blutwurst. Nein, das ist eine ganz normale Blutwurst, die ist püriert. Aber ja, ohne Haut eben? Aber ohne Haut, genau. Ja, das Brät, das Fleisch, das Blut. Genau, und untergehoben ist quasi bloß aufgeschlagene Butter, ein bisschen Paniermehl, ein klein bisschen Eigelb, dass es nicht ganz auseinanderfällt und ein bisschen Salz. Geile Idee. Ja. Das kann er sich jetzt zurechtschneiden. Und dann noch mal aufs Steak legen und dann wahrscheinlich unterm Grill noch mal überbacken. Ha, ist aber clever. Die gefrorene Blutwurst drapiert Markus auf dem angebratenen Entrecot. Und dann packt man das Ganze unter den Grill. Ja, das ist jetzt aber auch dann also 2 Minuten fertig, oder? Ja, nicht so ganz genau. Dass der Burger oder das Fleisch noch ein bisschen durchsteht, dass es nicht zu rare ist. Okay. Cool. Und was ist das für ein Creme? Apfel-Mayonnaise. Maulecker. Mit Apfelmus gemacht oder wie? Nein, mit frischen Äpfeln. Geil. Ihr habt einen hohen Frische-Faktor. Ja. Ich habe zwar nichts gesehen, bin aber trotzdem begeistert. Gibt's das? Ja, das muss man auch ganz ehrlich mal sagen. Es war einfach irgendwie nicht viel zu sehen jetzt, aber trotzdem. Dann baue es mal zusammen und überzeug mich. Hier kommt der Himmel- und Erde-Burger mit Apfelcreme und Zwiebelchutney. Er schaut mal auf jeden Fall sehr saftig aus. Ich will ja jetzt einfach reinbeißen. Allein die Zwiebelchen und so, das macht mich schon an. Und die Überlegung, wie das jetzt alles zusammenschmeckt. Also der Geschmack mit der Zwiebel und mit dem Apfel, das ist wirklich Bombe und ist neu. Steak, wie wird das gemacht? Weil wenn man so einen Durchlauf hat, wenn hier richtig Bombenwetter ist, kann man da noch auf Wünsche eingehen oder macht man es Medium oder ein bisschen weiter? Oder? Grundsätzlich erstmal Medium. Mhm. Und wenn Wünsche da sind, werden die natürlich auch, soweit es geht, erfüllt. Ja. Das ist super. Ja. Ist jetzt ein Tick drüber, ist ja mir aber gerade wurscht. Es ist ein ganz anderer Burger. Und da fehlt ja nicht mal der Käse, ne? Gar nicht. Also gar nicht. Das ist natürlich durch die Cremigkeit der Zwiebel, ist das total gegeben. Die Blutwurst tut tatsächlich auch noch was dazu. Das wäre so eine schöne Einheit. Mhm. Was kostet das jetzt so für euch? Ja, 19,90 €. Naja. Wahnsinn. Ja klar, mit dem Steak da drin und allem ist der Preis absolut gerechtfertigt. Die frische Bombe, die Idee dahinter, klasse. Ich finde auch der Standort, Touristen auch einen Burger anzubieten, aber eben einen anderen, finde ich total richtig. Was für ein schöner Ausklang in dieser Woche, ne? Prost, Jungs. Prost. Dann passt das Bier. Ich esse das Ding auf, ne? Ja, gerne. Ja, film noch schnell hin, ist gleich weg. Ja, klar, er hat das richtig sehr gelobt. Das stärkt uns natürlich auch in unserem Selbstbewusstsein, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ne? Wir sind mit der Karte ja relativ neu am Start auch, haben das uns zusammen ausgedacht. Und so das große Feedback gibt es halt noch nicht. Ne? Und wenn dann Mike natürlich um die Ecke kommt und sagt, das ist geil, ja, gerade die Kombi kenne ich noch nicht und da habe ich Bock drauf, dann ist das natürlich schon nur so ein kleiner Ritterschlag für uns, ne? Und stärkt uns. So. Das war sie, die schöne Ostsee, ne? Und mit einer richtig tollen Überraschung hier zum Schluss bei Ingo in Bad. Klasse. Ich habe wirklich einen Geschmack, der wirklich toll ist. Also diese geschmolzene Zwiebel, der Apfel. Es war wirklich einfach mal was anderes. Es ist einfach angenehm, nochmal so die Woche abschließen zu können.